Ich habe mir vor ein paar Jahren ein BV 6000 gekauft. Aus vielen Gründen. Weil es Doppel-SIM-Schacht hat, weil es wasserdicht ist, weil bei mir immer alle Handys kaputt gehen, also schnell kaputt gehen. Die SD-Karte, die man da sieht, die will anscheinend nicht in einem anderen Handy sein, ohne dass sie defragmentiert wird, also komplett reset. Aber da sind noch meine ganzen Daten drauf, die kriege ich leider nicht runter. Warum auch immer das nicht funktioniert, verstehe ich nicht. So, das Problem, was jetzt bei dem Handy war, nachdem es im Salzwasser war, das nicht das erste Mal, das eigentlich schon des öfteren Mal, hat er angezeigt, Akku leer. Ich habe den Akku geladen. Das ist der Original-Akku. Der ist nicht aufgebläht, kein gar nichts. Der ist so, wie er normal war. Habe den Akku geladen. Also nicht über die Buchse. Das ging nämlich nicht. Die Buchse. Da hat er ein Dreieck angezeigt mit einem Blitz und mit einem Akku drin. Also nach dem Motto Akku defekt. So habe ich zumindest in Google gesehen, dass das Signal für Akku defekt ist. Also ausgebaut, mit Krokodilklemm hier oben angeklemmt, rechts und links und einzeln geladen. Ja, dann dachte ich, das wäre okay. Steck den Akku dran und da passiert das gleiche mit dem alten Akku wie mit dem neuen, den ich dann anschließend gekauft habe. Ein Original-Akku. Original Blackview-Akku. Gibt es für Billiggeld, kann man aber auch vernünftig kaufen für ungefähr 30 Euro mit Versand. So, ich schließe jetzt mal den Akku wieder an. So, der ist angeklemmt. Und jetzt starte ich das Gerät mal. Hier ist die An-Taste. Da sieht man Folgendes. Tada, das Handy startet. Super, dachte ich. Also kriege ich meine Daten runter und das Gerät funktioniert normal. Ich kann es zusammenbauen und weiter benutzen. Aber jetzt passiert das. Ich hoffe, das passiert nicht mehr und das Handy bleibt jetzt an. Also nur zur Info, das ist jetzt vor 4 Monaten passiert. Und der neue Akku hat halt 3 Monate gebraucht, bis er kam. Ich war jetzt eine Zeit lang nicht da. Der Akku lag also jetzt, der neue Akku dieser. Ja, das passiert jetzt. Durchgehend. Bis der Akku leer ist. Wenn ich ein Datenkabel anschließe, passiert da nichts. Es macht tudün, 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 tudün. Und es lädt nicht. Es zieht den Akku leer. Über das Originalkabel unten, wie gesagt, kann es nicht geladen werden. Und ich rede vom Originalkabel, nicht von irgendeinem Zubehörkabel. Und ich kann auch nicht auf das Gerät zugreifen. Ja, das passiert jetzt halt mit dem Originalakku, der drin war, verbaut, wo ich das Gerät gekauft habe. Und das Gleiche passiert mit dem, den ich jetzt gekauft habe, der hier links daneben liegt im Bild, bis der Akku leer ist. Also liegt es nicht am Akku, wie ich gedacht habe, wie ich vermutet hatte. Also habe ich den Akku jetzt mal wieder abgeklemmt. Jetzt kommt der andere Akku dran. Sonst ist hier alles tipptopp, also sauber, keine Eindringflächen von irgendwelchen Salzen oder anderen Stoffen, die im Wasser so rumschwimmen. Nix, gar nichts. Das Einzige, was halt noch war, das zeige ich gleich. So. Und angeklemmt. Das gleiche Spiel wie gerade eben. Einmal das Gerät starten. Hier ist die Starttaste. Halt den Knopf nicht gedrückt, ich habe ihn einmal nur gedrückt und losgelassen. So. Gerät startet. Ich habe das Gerät geholt, weil ich ja, unter anderem, weil halt meine Geräte immer runterfallen, kaputt gehen. Das Gerät, mit dem ich filme, ist Samsung S5. Davon habe ich auch noch 3 Geräte, die das gleiche machen wie dieses Blackview. Das geht an, steigt an, S5, Samsung und geht wieder aus. Geht an, S5, Samsung und geht wieder aus. Da sind ja die nicht fest verbauten Akkus. Und daher hätte ich mir eigentlich schon denken können, dass es daran liegt. Aber beim Laden von den S5 zeigt es nicht dieses Dreieck an mit dem Blitz. Also habe ich gedacht, okay, vielleicht kann es doch das Akku oder der Akku das Problem sein. Deshalb habe ich halt einen neuen bestellt. Weil mit dem Handy war ich soweit zufrieden mit der Software. Darüber braucht man erstmal nicht zu reden. Das ist ja keine Samsung-Software. Das ist halt eine Blackview.
So, das gleiche passiert jetzt stundenlang, bis der Akku leer ist. So. Dann mache ich das Ganze mal wieder ab. Und zwar, das einzige Problem, was an diesem Gerät noch war, viele, die das Gerät haben, wissen das wahrscheinlich. Habe ich das Teil jetzt liegen? Nein, ich habe es nicht hier liegen. Es liegt drunter. So, Akku abgeklemmt. Und Akku da rein, Ersatz-Akku auch. Hier ist die Boxe. Die ist ja auch wasserresistent. Da ist der Vibrationsalarm. Hier ist die NFC-Ladung. Glaube ich zumindest. Kann sein, weiß jetzt nicht. Die Boxe habe ich rausgenommen und mir mal genau angeguckt. Ich hätte jetzt mal ein Foto machen sollen, habe ich aber leider nicht. Ich weiß auch momentan noch nicht, wie man sowas einspielt. Ja, auf jeden Fall die Boxe. Jetzt der Akku. Blitz kann nicht mehr verwendet werden, Beleuchtung. Ja, hin oder her, die Boxe habe ich rausgenommen. Die musste ich hier ausschneiden. Vorsichtig rausnehmen und die Boxe ist verrostet, weil da so viele feine Metallspuren drin sind, dass die kaputt sind, also dass die sich ablegen können. So, jetzt habe ich mir als Ersatz, weil ich die Handy definitiv brauche, das Gerät gekauft, weil ich unter anderem ab und zu mal bei meinem Bruder helfe, der ist Baumfäller, und über Funk mit ihm quatsche. Ja, und das Ding hat hier oben einen Anschluss für eine Antenne, die leider hier nicht mit dabei war. Die sollte eigentlich mit dabei gewesen sein. Die schraubt man dann hier oben rein und kann dann darüber in Funk gehen. Als Funkgerät benutzen das Handy. So, das ist halt ein BV 9500 Pro. Nicht Plus, das ist das Pro. So, und das Gerät hat super funktioniert. Wenn ich das ans Laden anstecke, kann ich gleich mal machen. Ja, hier ist das originale Netzteil. Das originale, was mit dabei lag. Dann stecke ich das mal an, ans Gerät. So, ist am Gerät dran. Der rote Punkt ist an. Also es lädt, scheinbar. So, jetzt komme ich zu dem Problem, was ich habe. Ich kann das Ding wieder abklemmen. Der hat auch das Gerät hat NFC-Laden. Also ich habe das jetzt ein paar Stunden, so 10 Stunden an dem normalen Ladegerät dran gehabt und dann auf NFC-Laden gegangen. Ja, passiert nichts. Entweder ist der Akku geplatzt oder die Elektronik ist verbrannt. Ich habe mir so ein paar Videos im Internet stundenlang angeguckt und da ist einer, ein Russe, der sehr informativ erklärt, dass der anscheinend über irgendein Software-Update, was ich auch gemacht habe, leider, muss ich sagen, über irgendein Software-Update ist die Platine geschrottet worden. Der hat das Gerät komplett zerlegt in dem Video. Und dann kann man sehen, dass an mehreren Stellen diese Kontakte, wo ich gerade eben bei dem Akku von dem anderen Handy gezeigt habe, die gleichen Kontakte sind das halt größer und kleiner, die sind verbrannt, die sind richtig verbrannt. So, hier war auch anscheinend nicht alles Zubehör dabei, nur die Kopfhörer, dann diese Adapter und dann hier dieses Schraubzeug und naja, das andere Zeug halt so. Ja, und dementsprechend war ich dann auch in dem Handyladen, weil der Verkäufer hat mir gesagt, ein Internetverkäufer aus Deutschland, er hat mir gesagt, dass ich das Gerät doch mal zu einem Handyladen bringen soll. Da war ich beim Handyladen. Der Handyladen hat gesagt, sie haben genau das probiert, was wir probiert haben. Ich habe es am normalen Ladegerät angeklemmt. Ich habe es am Induktivladegerät angeklemmt. Und ich habe es am PC angeklemmt. Und am PC macht es auch wie das Handy. Durchgehend. Da könnte man einen schönen Rap draus machen oder sowas. Ja, Gerät kaputt. Über 300 Euro weg. Ich hoffe, ich kriege das Geld wieder. Plus Versandkosten. Vielleicht weiß einer von euch, was da so
Mikro Probleme macht. Also ich empfehle jedem, der das Gerät hat, das BV9500 Pro, über die anderen weiß ich noch nichts, wer das Gerät hat, kein Update machen. Auch wenn das sagt, das Gerät kann sonst nicht weiter normal verwendet werden, macht einfach kein Update. Wartet noch eine Zeit, vielleicht ist das Update, was zurzeit auf dem Markt ist, ein Virus, ich weiß es nicht, oder ein Trojaner oder was. Das geht auf jeden Fall nicht. Das Handy geht kaputt. Ich habe es 2 Tage ganz normal benutzt und nachdem es am 2. Tag sagt, abends, bitte Akku laden, es muss ein Update durchgeführt werden, da das Gerät jetzt nicht funktioniert oder eingeschränkt und noch benutzbar ist, habe ich den Akku geladen, der war ja fast voll, habe ihn vollgeladen, habe Update gemacht und danach ging es nicht mehr an. So, das ist scheiße. Ich habe das Gerät bekommen, war mit der Software natürlich wie bei dem anderen Gerät nicht so zufrieden damit, weil die ziemlich umständlich und nicht so einfach ist, aber hin oder her mit dem Gerät an sich war ich ja zufrieden, bis am 2. Tag das Gerät nicht mehr ging. Also Leute, wer was weiß, bitte mal schreiben und ja, ich muss mal gucken, ob ich mein Geld zurückkriege und dann muss ich mal gucken, dass ich mir ein anderes Gerät hole. Ich will eigentlich Blackview behalten, weil die gefallen mir, besonders schwarz-gelb die Optik. Aber ich kann mir sowas nicht leisten. Deshalb wurde mir das Gerät auch von anderen Leuten vorgestreckt, weil ich nie erreichbar bin. Ich habe ja schon 2 Nummern, deshalb auch die 2 SIM-Karten. Und da ich auch sehr viele Bilder mache von Sachen, die ich dokumentiere, also im Privaten, und wo ich auch vielen Leuten helfe und so Sachen, die sie dann ja, sehen möchten, weil sie selber ja nicht irgendwie Fotos gerade machen können. Deshalb habe ich das bekommen und sehr unzufrieden damit. Mit dem Gerät hier war ich schwimmen, es hat alles ausgehalten. Da war ich tauchen, es hat alles ausgehalten. Also auf Rutschen und im Meerwasser und das Gerät, da war ich nirgends. Und nach dem Update am 2. Tag tot. Ganz scheiße, ganz, ganz blöd. Ja, dann schreibt mal, was das Zeug hält. Ich weiß noch nicht, wann ich es lesen kann, aber ich freue mich drüber.